So, Leute, ich mache jetzt ganz schnell so ein Rezept. Mein Mega Monster Milchshake, irgendwas Getränk. Ihr braucht einen großen Becher. Irgendwelche Süßigkeiten. Ich nehme jetzt erstmal diese hier. Das sind die hier. Davon nehme ich eins und dann kann man es sehen. So. Und dann schneide ich das so. Okay. Ups. Und dann tue ich das in den Becher. Das kleine Explosion. Überraschung, whatever. Dann kommt, also was ihr noch braucht, dafür braucht es Milch und Kakao. Wartet, ich hole mir das nochmal. Also dann einen Schuss Milch, aber nur ganz wenig. Wo kommt es denn da? Und wartet. Kakaopulver. Richtig wichtig. Dann kommt ein bisschen wieder Milch rein. Dann braucht ihr auch noch einen Löffel. Am besten so einen, der ist voll cool, da kann man so essen und dann so trinken. Dann rührt ihr erstmal um. Da ist voll viel Kakaopulver drin, egal. Und dann wartet. Dann noch Streusel. Wir haben ja alle die hier. Oh nein, das ist ja wieder alles voller Streusel. So, wartet. Was haben wir hier noch? Oh, Sterne. Das passt doch perfekt. So. So, dann schneiden wir noch eins. So. Dann kommt wieder Milch rein. Dann kommt Wait. Unter anderem braucht ihr noch Sahne. Ihr könnt da dann noch beliebige Sachen reintun. Zum Beispiel auch wie Eis und so. Aber ich habe jetzt kein Eis. Dann tut ihr ein bisschen Sahne rein.
Aber auch wenn ihr die nicht mögt oder so, tut das am besten rein, aber auch nur ganz wenig dann. Und dann sieht man das. Und dann müsst ihr das umrühren. Und dann wird das nämlich richtig lecker. So sieht das jetzt aus. Vielleicht läuft aber eigentlich nicht. Ich probiere das jetzt mal. Hier so ein Schokolalli, dann macht ihr den auf. Und das nehmen wir zum Brett. Das ist dreckig. Egal. Ich mache das auf der sauberen Seite. Dann schneidet ihr das durch. So einfach ein bisschen klein schneiden. Und jetzt gleich der Schritt ist ein bisschen gefährlicher. Also bitte mit Aufsicht einer erwachsenen Person oder Erziehungsberechtigter. Dann nehmt ihr euch eine Schale, tut die Schokolade da rein. Ja, am besten ist auch, wenn ihr das eigentlich ganz fein schneidet. Oder so hackt oder so. Dann ist es eigentlich am besten, weil dann kann man auch so ein paar noch da drauf tun. Also ich mache das jetzt auch noch hier ein bisschen. Dann nehmt ihr euch so ein paar und tut die da so rein. Und den Rest schmelzen wir dann jetzt einmal in der Mikrowelle. Kann man auch dann so essen, richtig geil. Aber man muss aufpassen, immer so Zwischenstopp machen, weil die Schokolade kann anfangen schwarz werden, das ist richtig laut. Also nicht lange drin haben. Ich lasse jetzt erstmal so ein paar Sekunden drin. Okay, die ist jetzt gleich schon wieder fertig, aber deswegen okay. Dann mal gucken. Ist eh noch nichts, oder? Bruh, wieso sollte auch jetzt schon da was sein? Es muss schon ein bisschen so. Boah, Sophia, schreck mich nicht so. So, sagen wir mal 16 Sekunden. Dann tun wir da noch ein bisschen Kakaopulver rein. Den mega spezial Elina Getränk, irgendwas. Dann natürlich noch den Müll entsorgen. Mal gucken. Noch nichts. Ein bisschen, aber noch nicht ganz. So lachen wir noch ein paar Sekunden drin. Dann packen wir da einmal noch mal die Speisestöcke nach oben rein. Dann kommt da natürlich auch noch. Erzählt euch nicht so genug drin. Aber egal. Das ist eine freiwillige Wahl. Ein bisschen Zucker. Dann kommt da, okay, die Milch ist leer, am besten nehmt euch zwei Milch. Dann gucken wir mal, ob das fertig ist. Okay, ich rühre das jetzt mal oben.
richtig geil finde. Und ja, dann packen wir das jetzt da so rein. Ja, so. Ich glaube, das könnte richtig lecker schmecken. Also natürlich weiß ich das ja. Ja, natürlich. Dann nehmt ihr noch so eins. Ich schneide das hier auch nochmal. Oha, das geht ja voll easy. Tut das auch nochmal rein, also nur zwei. Umrühren. Dann kommt Kakaopulver nochmal. Dann, da ist Schokolade dran. Nee. Dann, ihr könnt da natürlich auch noch verschiedene Süßigkeiten zupacken, wie zum Beispiel Kinderriegel-Eis oder so. Ich würde jetzt auch Eis reinpacken, weil mit Eis, also Leute, auch das perfekte Sommergetränk. So drei Kugeln Eis und dann mit in so einem großen Gefäß, also wie hier, und dann mit, sag mal schnell, mit Kakao. Bestes Getränk ever, wirklich. Und dann noch Sahne und so. Richtig geil, wirklich. Kann man natürlich auch so essen, trinken, I don't know. Aber, ne? Okay, so, dann rühren wir das hier einmal um. Ihr könnt das natürlich auch in einem kleinen Gefäß machen, aber da ist halt jetzt nicht. Guck mal, wie ihr sehen könnt, habt ihr hier das. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade voll an diesen Video von Bibi und Julian, wie sie diesen riesen XXL-Dingens da gemacht haben. Das ist so, oh mein Gott. Ich packe da jetzt nochmal ein bisschen Kakaopulver rein. Aber nicht viel, weil da ist schon voll viel drin. Okay, das war voll wenig. Das waren nur drei Stücke. So. Dann macht ihr... Das ist natürlich jetzt auch freiwillig. Wer weiß, ich weiß ja nicht, ob ihr das mögt. Dann Sahne. Aber das ist halt das Beste jetzt, ne? Sahne. Diese zwei Dinger. Und Streusel. Okay, man kann das jetzt gar nicht sehen. Man kann ja gar nichts sehen. Und so ist das fertige Kunststück. Dann könnte man da halt jetzt noch so einen Schokoriegel reinstecken und so. Noch mögliches anderes Zeugs machen, aber ich habe jetzt halt nicht die Sachen dafür. Das war jetzt auch nur ein spontanes Video, also das war mein Müsli. Ich könnte jetzt auch noch das hier zerschneiden und da rein tun. Das ist auch gut. Und ja. Das, achso ja, und das letzte Stückchen. Hier ein bisschen Kakaopulver in die Hand nehmen. Hier. Und dann. Oh.
Das hat man nicht gesehen. Hat man auch nicht gesehen, aber okay. Und das ist dann das fertige Endstück. Richtig geil. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid und ehrenhafte Leute seid, dann macht mal ein Screenshot in gleich und postet das dann auf Instagram. Ihr könnt es auch in eurer Story tun und bankiert mich mal drauf. Katis-Memes heiße ich da auf Instagram. Und ja, auf 3, 1, 2, 3. Oder so. Okay. Und ja, das war schon. Wir machen gleich noch einmal Geschmackstest. Ich tue jetzt hier eben noch die Sachen weg. Das muss man natürlich dann auch machen, aufräumen. Kein Bock. Aber ist halt wichtig. Oh, was ist das hier? Oh ne, ich dachte, das wäre ein Energy Drink. Okay, so. Das brauche ich gleich noch. Das brauche ich auch gleich noch. Okay, wir machen jetzt Geschmackstest im Gleitwattest. So. Oh mein Gott, wie es hier aussieht. Und das kann ich noch gebrauchen. Okay, hier. 3, 1, 2, 3. Oh mein Gott, das war geil, aber da ist viel zu viel Dingens drin. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse ja Sahne, ne? Okay, oh mein Gott, ich hatte gerade so einen Schock. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist cool, das schöne Kunstwerk. Bye.